Also heute ist es sehr schwierig, weil wir haben zwei Regenschirme. Jetzt habe ich wieder die Bildschirm gelassen. Ja. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute gehen wir in den Regen. Wir sind auf dem Zürcher Weinwanderweg zwischen Truttichen und Ossingen. Die Zürcher Vorgärten stehen in voller Blüte, trotz dem Regen wie wir auch. Es ist eine absolute Premiere, dass Thomas und ich mit 100% Schlechtwettergarantie loswandern. Wir beweisen heute, dass man auch Wandern im Regen schön finden kann. Ja, wir probieren es. Ja. Wenn wir in den Alpen wären, müssen wir abbrechen und sagen, es ist gefährlich, aber im Zürcher Weiland riskieren wir es. Do you really believe that a candlelight vigil can save just one child from an enemy mind? And do you imagine you're comfortable? Du bist natürlich super ausgerüstet mit dem Regenschirm. Was ist das für ein hochmodernes Ding? Erklär mal. Ja, da kann man am Tragriemen und den Bauchgurt befestigen. Und dann hebt er von allein. Das ist natürlich auch super zum Fotografieren. Man hat Hemd frei. Nicht so wie ich mit dem fliegenden Mrs. Hopin. Wir sind gespannt, was uns Zürcher Weiland noch bietet. Nicht umsonst sagt man dem Gebiet auch die grüne Lunge vom Kanton Zürich. Zwar sind wir da immer noch im Zürcher Weiland, aber je mehr wir in die Wälder eintauchen, die in Richtung Husumersee führen, desto einzigartiger wird die Natur mit prächtigen Birken, Schilfbeständen und Riedlandschaften. Der Husumersee liegt mitten in einem Naturschutzgebiet und gilt als Geheimtipp. Im westlichen Teil des Sees darf auch gebadet werden. Auch wenn uns heute die Sicht auf die Zentral- und Ostschweizer Alpen verborgen bleibt, geniessen wir das Natur- und Landschaftsbild, das an einem Regentag wie heute noch viel stimmungsvoller wirkt. Zürcher Immobilienhändler werben da mit dem Blick auf die Natur- und Treppberglandschaften, wie andere mit dem Blick aufs Meer. Tatsächlich ist es so, dass die Reben als wertvolle Kulturlandschaft gilt für Pflanzen und Tiere. So sieht es auch Hans Wiesendanger, der stolze Besitzer von einem Weingut ist. Ihn besuchen wir als nächstes. Ja, Herr Wiesendanger, wir sind hier in Ossingen im Zürcher Weiland. Der Begriff hat offensichtlich etwas mit Wein zu tun. Wir stehen hier mitten im Weinberg. Woher kommt der Begriff Weiland? Ja, wenn man so wollen, also das Weinland ist schon immer, es hat zur Tradition gehört, dass wir eben gepflegt haben. Und auch zum Bauernbetrieb hat es immer dazu gehört, dass man gewisse Rebflächen hatte. Daher der Name Zürcher Weinland eigentlich. Also. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Weinfässersorten. Wir haben ja. Einmal gehen wir vielleicht ein bisschen hin. Eins aus Holz. Jawohl. Das ist ein bisschen die alte Version. Ja. Und dann haben wir hier eine andere Version aus Stahltank, sagt man, dem Edelstahltank. Und was macht da der Unterschied aus? Ja. Also wenn wir so wollen, bis in die 70er Jahre hat man eigentlich vor allem Holzfässer gehabt. Und da war der Untergang von den Holzfässern. Wenn man Ernteschwankungen hatte, wenn man ein Holzfass nicht füllen konnte, dann hat sich Schimmelpilz, Wüste, Pilze eingenistet. Und da hat dann sehr einen schlechten Ruf gegeben für unsere Weine. Und dann eben so in den 75er Jahren ist eine Tankrevolution, man hat auf Tank umgestellt. Und wir haben immer gesagt, ein gutes Holzfass ist etwas gut für eine Ausreife, vor allem bei der Rotwein.
Und so Weisswein, die lassen wir nach wie vor zum Frischen bewahren, in den Stall denken eigentlich. Am Nachmittag reisst ganz überraschend der Himmel auf und die Sonne drückt durch. Man weiss mittlerweile gar nicht mehr, welche Brille man lassen. Jetzt ist wieder die Sonne vorgekommen. Aber ja, das freut uns. Ja, du hast mehr daran geglaubt als ich. Die Sonne will nicht mit. Der Weg führt am Schluss wieder vorbei und zu unserem Ziel Ossingen. Eine rundum gelungene Wanderung, trotz einem launischen Wetter.